Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein weiteres Let's Play The Burning Crusade Classic. Wir werden heute den Blutelfen-Paladin hier weiterleveln. Wir sind natürlich immer noch im Blutelfen-Startgebiet, leicht südlich von den Ruinen von Silbermund und werden genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir sind Level 10 mittlerweile. Bin mal gespannt, wie lange die Reise in dem Gebiet hier noch so dauern wird. Das heutige Thema von dem heutigen Video ist WOTLK, momentan in aller Munde, wurde angekündigt vor einiger Zeit, WOTLK Classic wird kommen, wird immer wieder gefragt, werde ich WOTLK spielen, werde ich wieder kommen, werde ich wieder mit Twitch anfangen, wird Mosen wieder anfangen, werden alle wieder anfangen, wird es eine Community-Gilde geben und wird alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen und fand ich einfach ein gutes Thema momentan. Interessiert, denke ich, viele auch, interessiert mich selber auch, hab da ehrlich gesagt zu WOTLK noch so gar nicht so meine Gedanken gesagt. Von daher, das werde ich in dem heutigen Video mal machen. Kleine Info, das heutige Let's Play wird so eine gute halbe Stunde gehen. Ich habe gemerkt, so eine Dreiviertelstunde fand ich immer so ein bisschen lang in den letzten Folgen. Deswegen will ich mich hier auf YouTube so eine halbe Stunde ungefähr orientieren. Ich denke, dann so ein Video kann man auch noch relativ entspannt mal in der Mittagspause oder wo auch immer abfrühstücken. Genau, mal gucken. Wenn wir noch Zeit haben am Ende, werden wir auch so ein bisschen noch über andere Blizzard-Games reden, weil meine persönliche Sicht auf WOTLK hängt auch so ein bisschen mit der Entwicklung von Blizzard generell zusammen. Deswegen, wenn wir es noch schaffen, werden wir am Ende noch ein bisschen über Warcraft Arclight Rumble sprechen und eventuell auch noch über Diablo Immortal. Vielleicht wird es auch in eigenen Videos kommen, mal gucken. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier den getriebenen Straßendieb klatschen. Das werden wir hier munter fröhlich mal nebenbei machen. Ich habe übrigens auch gar keinen Plan, was ich hier skillen soll mit dem Paladin. Ja, ich gehe einfach mal hier in Vergeltung rein und denke, es macht Sinn zum Leveln. Und wir schauen einfach mal, wie ich hier so klarkommen werde. Ich denke, im Startgebiet werde ich nicht so die größten Probleme haben. Genau. Ja, ich mache immer hier Siegel an irgendwie. Siegel des Kreuzfahrers würde ich eigentlich immer anmachen. Und damit fahre ich dann meinen Damage. Ja, wird hier Loks gefahren im Startgebiet der Blutelfen. WOTLK. Wie gesagt, ich werde in dem Video wie immer meine ungefilterte Meinung einfach draus. Ich denke, ganz ehrlich, ich denke, WOTLK wird für viele eine Enttäuschung werden. Ich glaube aber, viele werden es auch extrem feiern. Und es ist halt auch immer so das Ding, man muss auch betrachten, sehr, sehr viele Leute, die haben wahrscheinlich weder in Classic reingeschaut, noch in Burning Crusade Classic, sondern die warten wahrscheinlich seit, keine Ahnung, 8 Jahren auf WOTLK und fangen dann erst an. Und für die wird das natürlich absoluter Gaumenschmaus werden. Ja, die haben natürlich jetzt noch gar keine negativen Erfahrungen gemacht mit irgendwie Gold Selling oder Boosting oder, ne? Die freuen sich einfach auf die Inhalte und gerade für die Leute, aber auch ganz ehrlich für alle anderen, die sich einfach auf WOTLK freuen, und das darf man ja auch. Ganz ehrlich, ich will jetzt nicht schon wieder so ein Mimimi-Video machen und alles wird schlecht irgendwie, auf gar keinen Fall. Man darf sich auf WOTLK freuen. Und auch das Remake von WOTLK wird gut, glaube ich. Ja, ich glaube tatsächlich, dass viele, in WOTLK kann man ja Level 80 dann erreichen. Und der Todesritter wird kommen und ein paar andere Änderungen im PvE. Man kann dann zum Beispiel auch sich entscheiden, ob man mit 10 Mann oder mit 25 Mann raidet. Und auch Uldur habe ich immer wieder gehört im Laufe der Jahre, Uldur einfach eine grandiose Raid-Indie sein soll. Es gibt schon, und natürlich auch, dass man endlich auf Arthas trifft in der Eiskronen-Zitadelle, dass man den Lich King da besiegen kann, so eine Art. Das sind schon gute Gründe, warum WOTLK ein geiles Add-on wird. Und ich freue mich für alle diejenigen, die wirklich gesagt haben, da gibt es ja auch viele, WOTLK war so der Peak von WoW oder auch für sie persönlich, für die eigene Erfahrung, der Peak einfach in WoW. Und das war er auch, ne? Das kann man auch in Zahlen belegen. Also tatsächlich während WOTLK gab es die meisten Spieler, die meisten Abonnements von WoW, meiner Meinung nach, wurde dann danach weniger. Meiner Meinung nach hängt es aber auch ein bisschen damit zusammen, dass dann noch so die ganze Spielerschaft von Burning Crusade noch am Start war und sich dann quasi erst während WOTLK gezeigt hat, okay, hier gehen dann auch einige Entwicklungen in eine falsche Richtung, aber die Spieler waren zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall alle noch
größeren Teilen am Start. Das stimmt schon, das kann man schon so sagen. Trotzdem muss ich persönlich sagen, habe ich, da ich jetzt natürlich auch WoW Classic gespielt habe, ich habe das damals das originale WoW gespielt, ich habe das die ganzen Editionen damals schon gespielt, ich habe quasi Vanilla gespielt, WoTK, Burning Crusade und Cataclysm, und so in der Mitte von Cataclysm habe ich dann ungefähr gequittet mit WoW, wer mich jetzt vielleicht in der Hinsicht noch gar nicht verfolgt hat. Und deswegen bin ich natürlich immer ein bisschen voreingenommen und vergleiche halt, das wurde auch in dem letzten Video, was ich hochgeladen habe, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich der Meinung bin, dass viele WoW so ein bisschen falsch spielen, so ein bisschen vorgehalten, dass natürlich man es nicht vergleichen kann. Und das stimmt auch, ne? Die damaligen WoW-Versionen, die es so gab, es war eine Zeit für sich, das waren Spiele für sich, und da bringt es auch nicht unbedingt, das so mega viel zu vergleichen. Deswegen habe ich immer so ein bisschen diese rosa-rote Brille auf und denke immer so, oh, damals irgendwie war alles besser, und hab dann vielleicht auch zum Teil zu hohe Erwartungen an so ein Game. Und weil ich diese Erwartungen momentan auch so ein bisschen abstreife von mir, weil mir das ja auch ratet und weil ich da auch dran glaube, dass es ein Stück weit, kann es durchaus sein, dass ich wirklich mit WoTK nochmal reinschaue, und es mir dann wirklich auch mehr Spaß machen wird, weil ich einfach meine Erwartungen ablegen werde. Das wäre auch meine Empfehlung an all diejenigen, die jetzt schon sagen, WoTK wird auf jeden Fall Müll. Versucht vielleicht eure Erwartungen abzulegen und euch mit Dingen zu beschäftigen, die dann im Game vielleicht Spaß machen werden. Ja. Ist jetzt, wie gesagt, keine Garantie, dass ich mir das Game nochmal anschauen werde, aber wenn, dann würde ich so machen, dass ich sage, ey, ich gehe vom Schlimmsten aus, und wenn es mir trotzdem gefällt, dann ist es auch schön für mich. Ja. Genau, aber letztendlich, und deswegen jetzt nochmal zum Punkt zurückzukommen, ich glaube, WoTK kann einfach auch mit den ganzen guten Punkten, die ich angesprochen habe, trotzdem eine gewisse Entwicklung in der Community, in der Art und Weise, wie WoW gespielt wird, Retail und Classic, und nicht nur WoW, sondern generell im Gaming-Bereich und generell auch im MMO-Bereich leider auch, kann auch WoTK nicht mehr rückgängig machen, sondern es wird eher genauso weitergehen wie in Classic dann am Ende und in Burning Crusade auch. Und wie gesagt, ich habe euer Feedback auf jeden Fall verstanden. Viele Leute feiern das, viele Leute sind damit absolut fein und denen gefällt das, und schön für euch, ja. Mir gefällt es nicht ganz so dolle, beziehungsweise ich stehe dann für die Leute, die das quasi kritisieren, und ich denke, WoTK wird auch in die Schiene weitergehen, dass man wirklich extremes Tryharding weiterhin betreiben wird. Man wird absolut bei der Konstellation im PvE zum Beispiel darauf achten, dass man das perfekte Raid-Setup hat. Und was ja dann auch eigentlich in Burning Crusade dazu geführt hat, ne, wo vorher alle gesagt haben, hey, Burning Crusade, voll geil irgendwie, da kann irgendwie jede Klasse spielen irgendwie, und das ist völlig egal, ne? Jeder wird mitgenommen und jeder Spec wird viable, ne? Und letztendlich hat man aber gemerkt, dass halt einfach trotzdem eine unglaubliche Selektion stattgefunden hat und man als Schurke beispielsweise extreme Probleme hatte, in eine Gilde reinzukommen, Gruppen zu finden und so weiter und so fort. Von daher denke ich, das Tryharding im PvE wird auf jeden Fall weitergehen. Da muss man sich einfach mit abfinden, denke ich mal. Das ist einfach so die Entwicklung von WoW, vom Gaming, vom MMO-Bereich. Und wenn man da keinen Bock mehr drauf hat, dann wird man nicht glücklich in WoTK. Ja, das wird genauso weitergehen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja, auch genauso wie es mit der ganzen Levelphase aussehen wird. Ich denke, dass die wenigsten werden da irgendwie die Welt erkunden und in ein paar Monaten entspannt hochleveln. Ne? Die werden auch wieder Level-Marathons auf Twitch beobachten. Und ich bin mir da natürlich auch über im Klaren, die Content-Creator, ne? Ich auch, anderen auf Twitch, auf YouTube, sind ein Teil vom Problem. Ja? Das heißt, eigentlich müsste ich meinen Kanal löschen, damit ich es in eine gute Richtung treiben könnte. Wir sind natürlich ein Teil vom Problem, weil wir leben es falsch vor. Ne? Da wird sich freigenommen für den Launch, da wird einen 24-Stunden-Stream, einen 48-Stunden-Stream, einen, keine Ahnung, 380-Stunden-Stream, wie auch immer, genommen. Weil man so schnell wie möglich das nächste Max-Level erreichen wird, will. Und dann hört es nicht auf, ne? Dann wird direkt geguckt, Bisslisten abgefarmt und so schnell wie möglich und schneller, höher, weiter. Und auch im PvP wird es natürlich weitergehen. Also die Arena wird meiner Meinung nach in WoTK
Da sind die Leute geteilter Meinung. Meiner Meinung nach ist die Arena in WLTK von der Qualität, vom Gameplay, vom Spaß da drin und so weiter, tatsächlich sogar ebenbürtig mit Burning Crusade unter Umständen. Denn man darf nicht vergessen, WOTK kommt mit der genervten, also mit einem Endpatch, glaube ich, wieder. Ich denke, das ist bestätigt worden. Das heißt, wir werden jetzt nicht einen komplett overpowerten DK oder Repri-Paladin erleben. Also wer das originale WOTK gespielt hat, der erinnert sich vielleicht sehr gut daran, dass der gerade der Todesritter, also der DK, am Anfang einfach extrem übertrieben OP war. Also ist er wirklich nicht mehr feierlich. Level up, ding, ding. Einmal bitte ding in die Kommentare. Danke. Der war wirklich absolut OP und jenseits von Gut und Böse und es war wirklich absolut nicht tragbar und der wurde dann quasi im Verlaufe von WOTK während mehr müssen Bachtat Pelz. Okay, wir müssen hier die Tiger hier quasi klatschen, okay. Ja. Gehen wir mal ein Stückchen weiter hier die Küste entlang. Ist ja eine sehr schöne Küste hier. Ich muss auch generell sagen, ich mag immer sehr gerne die Küstenbereiche von WoW. Ich finde irgendwie ist es immer am spannendsten, wenn man hier dann noch irgendwie mehr Blick hat. Auch deswegen ist, glaube ich, auch Darkshore eins meiner Lieblingsgebiete, weil man da so oft am Strand langläuft. Egal, genau, deswegen glaube ich auch, PvP wird zwar von der Qualität der Arena-Games und Spielspaß vielleicht auch gut werden für die Leute. Allerdings, was das Tryharding angeht, wird es genauso krass werden wie in Burning Crusade. Und Tryharding ist hier vor allem darauf bezogen, die Art und Weise, wie Arena gespielt wird und die Competitiveness. Also es ist wirklich abnormal, wie gut man sein muss, um aktuell in Burning Crusade Classic einen Gladi-Titel zu bekommen. Versteht mich nicht falsch, ich finde es gut, dass ihr nicht jeder hinterhergeworfen bekommt. Und ich finde es auch gut, dass die Arena so competitive betrachtet wird, dass da wirklich viele gute Teams spielen wollen, dass man sich einspielen muss. Und das finde ich alles gut eigentlich. Da wurde ich, glaube ich, auch im letzten Video so ein bisschen falsch verstanden. Nur die Frage ist halt immer, wenn man eine MMO wie WoW hat, man eben vielleicht auch noch ein oder andere machen möchte in der Arena, noch raiden gehen, man will vielleicht auch ein bisschen Gold farmen, ein bisschen Exploring machen. Gut, das macht ja keiner mehr, das wurde ja rausrationalisiert, aber es gibt noch Leute, die wollen das machen. Dann, das verstehen, glaube ich, einfach einige nicht, beißt sich das einfach ein wenig mit einer Arena, wo man wirklich, wenn man oben mithalten möchte, wenn man wirklich weit oben mithalten möchte, muss man jeden Tag 3-4 Stunden Arena üben, bin ich der Meinung. Ja? Minimum, sagen wir mal, 3-4 Mal die Woche 5 Stunden oder so spielen, sonst kann man da einfach nicht mithalten, bin ich der Meinung. Und das ist einfach für mich und für die Leute, mit denen ich Arena zusammen spielen wollte, war das einfach nicht möglich, weil noch geradet werden wollte, es wollten noch andere Dinge gemacht werden. Die Leute sind selbstständig, sie sind im Arbeitsleben und so weiter und so fort. Ja, und da muss man einfach sagen, da ist einfach zu viel. Ich verstehe das auch nicht. Es geht nicht darum, dass andere besser sind und ich irgendwie verliere. Absolut nicht. Das ist immer das auch, was ich gefeiert habe an WoW. Ich habe mich immer gefreut für Leute, die besser sind. Ne? Immer Leute wie Hydra bewundert, die gut sind oder wie alle möglichen Mirolol oder wer auch immer. Problem ist nur einfach, dass Leute eine Community hinter sich oder die haben machen Boosting-Services und so weiter, womit die Gold verdienen. Die müssen diesen Aufwand nicht betreiben. Ne? Da werden Glaives gekauft für 100.000 Gold einfach. Ne? Das ist schon fest geplant. Ja? Wir haben 10 Chars irgendwie und also es ist alles so durchrationalisiert und durchstrukturiert irgendwie. Die haben dann gerade im amerikanischen Bereich eine Arena-Spielergilde, da wird alles genau aufgeteilt und jeder bekommt den Biss-Loot direkt am Anfang. Und alles schön und gut so, aber das ist einfach so ein Umfeld. Das macht es einfach dann irgendwie auch und zerrt das Bild auch. Ne? Und dann haben wir irgendwie auch der Gladi oder der Rang 1-Titel, der wird dann aufgeteilt auf Twitch irgendwie zwischen den ganzen Streamern und das ist auch alles schön und gut. Ne?
nochmal, ich glaube nie im Leben, dass ich gut genug wäre, um Rang 1 Ziele zu erreichen in der Arena. Noch Gladi wahrscheinlich auch nicht. Was ich aber nur meine ist so, es ist ein bisschen too much irgendwie. Es ist zu E-Sport geworden, finde ich. Es ist zu, weiß ich nicht. Also da sind dann irgendwie auch wir ein Stück weit doch die falsche Zielgruppe auch. Oder? Also ich meine, sind ja keine 13-jährigen Zoomer, die irgendwie gerade Fortnite Pro werden wollen und irgendwie nach der Schule ab 13 Uhr Freizeit haben. Sondern ich weiß nicht, oder? Oder sehe ich das? Also deswegen. Und diese Entwicklung, die wird in WLTK, glaube ich, so weitergehen. Die gleichen Leute, die die Zeit haben, um den Burning Crusade in der Arena zu dominieren, die werden eben auch in WLTK die Arena dominieren und es wird ein Gameplay vorherrschen, wo es maximal darum geht zu gewinnen und in jedem Game muss man wirklich All-In gehen und Arena ist dann wirklich quasi auch schon kein entspanntes Zocken mehr, sondern wirklich schon E-Sport. Ne? Es ist wirklich ein richtig, du musst dann wirklich ein Handtuch dabei haben für den ganzen Schützerei und ich habe es mehrmals versucht mit Mosen wirklich und ist dann auch, ich weiß nicht, hab man irgendwie Double Rogue oder irgendwie andere Teams und dann wird aufs Auge gewartet direkt am Anfang und dann stehst du erstmal eine Minute rum irgendwie und dann muss man sich Taktiken überlegen, wie man dagegen an. Also irgendwann war es wirklich. Ich weiß nicht. Ja, haben wir jetzt auch schon drüber geredet und genau, deswegen WOTK, glaube ich, einfach um den Bogen zu spannen zum Anfang vom Video. Versteht mich nicht falsch, WOTK war der Peak von WoW. WOTK bringt unglaublich geile Neuerungen. Der DK ist in der genervten Version eine mega geile Klasse, wo viele Spaß dran haben werden. Nordend, wo ich es immer noch kacke finde, dass man fliegen kann. Ich finde, Flugmount sollte man einfach löschen. Ja, oder nee, nicht löschen, weil das ist nicht mehr möglich mit der Welt, aber man sollte Flugmounts einen signifikanten Cooldown geben. 5 Minuten oder so. Man wird nach einer Minute automatisch abgemountet, damit man einfach so gewisse Dinge, also Gebiete erreichen kann, aber man halt nicht 3 Jahre. Oh, jetzt werde ich. Ich würde sagen, jetzt wäre ich fast gestorben. Gut, die Hardcore-Challenge ist dann an der Stelle auch vorbei. Ja, wir haben ja so ein bisschen nebenbei noch versucht, nicht zu sterben, aber das klappt dann nicht so gut, wenn man halt eine Zeit scheiße labert. Perfekt. Genau, so, gehen wir mal zurück. Ja, okay, also wir sind gestorben, Level 11, RIP, ja. Bisschen geht raus an der Stelle. Ja, gerne mal Hashtag Level 11 in die Kommentare an jeden, der hier bis hier geschaut hat. Grüße geht raus. Und wie gesagt, auch nochmal an der Stelle, das hatte ich am Anfang schon leicht erwähnt, vielen, vielen Dank nochmal an jeden, der auch unter das letzte Video kommentiert hat. Vielleicht ist das auch ganz cool. Ich weiß, dass viele Leute auch zuschauen, die mir private Nachrichten schreiben, dass sie meine Videos weiterhin verfolgen, dass sie selbst die Let's Plays verfolgt haben, wo es quasi eigentlich gar nicht so interessant war, weil sie einfach gerne meine Videos schauen. Vielen, vielen Dank wirklich nochmal an euch für jeden Kommentar, für jeden, der sich immer noch für meinen Scheiß interessiert, obwohl ich monatelang keinen Content gemacht habe und immer wieder auf den Kurs gewechselt habe. Da bin ich einfach auch, ich versuche mich wirklich da zu bessern in der Hinsicht auch. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch immer noch für meine Sachen interessiert und dann auch eure Kommentare da lässt. Ich lese mir da wirklich jeden Kommentar durch. Ja, danke. Genau, deswegen, um nochmal den Bogen zu spannen, jetzt nochmal. Nachdem wir gestorben sind, zum Anfang, viele gute Dinge. Raiden wird besser möglich gemacht für viele Leute, die vielleicht nur eine 10-Mann-Gilde haben wollen oder eine 25-Mann-Gilde. Von der Lore her wird es interessant mit dem Lich King. Northrend ist ein geiler Kontinent, muss man sagen, im Vergleich zu den weiteren Entwicklungen, Erweiterungen von WoW. War Northrend oder Nordend noch eigentlich eine ganz coole Erfahrung, fand ich auch vom Leveln her. Und im Arena-Gameplay wird man sogar zum Teil so ein bisschen mehr Diversität sehen, weil tatsächlich WOTK da noch einige Kombis ermöglicht. Mahnen werden stärker so. Und also es ist so ein bisschen mehr möglich. Ne? Also die Arena in Burning Crusade ist ja schon, muss man sagen, relativ einseitig. Druide-Schurke und Druide-Krieger und dann vielleicht noch Warlock oder Mage und Priester in bestimmten Kombis. Und das war's dann eigentlich auch. Und das wird eigentlich cool. Aber so die Core Entwicklungen, wie einfach die Leute das Spiel spielen, die werden ja gleich bleiben. Die Leute werden ja nicht auf einmal sagen so, ja, WOTK, jetzt lehne ich mich mal zurück, jetzt kann ich ja entspannt mal eine Runde daddeln, jetzt mache ich mal nicht irgendwie und jetzt gehen wir mal irgendwie auch mal mit, keine Ahnung, 3 Jägern und
beim Schurken irgendwie in den Raid aus Fun einfach, weil wir sind jetzt irgendwie die Jägergilde und bla. Und nein, sondern es wird ja absolut weiter so laufen, dass man wirklich überall min-maxen wird. Das ist einfach die Entwicklung von WoW, da muss man sich einfach mit abfinden. Und wenn man da keinen Bock drauf hat, dann ist es vollkommen egal, ob noch Cataclysm Classic kommt oder was auch immer Classic. Es ist ja das gleiche Gameplay von den Leuten. Ne? Und in einem MMO ist halt eben, das ist halt ein Argument von, ja, wenn die Leute tryharden, juckt dich doch nicht darum, chill doch einfach. Nimm es halt in einem MMO, lebt davon, von der Community, von den Leuten. Und es hat halt eben in einem MMO einen Einfluss darauf, wie sich andere verhalten, wie ich selber das Game wahrnehme, was ich selber in dem Game machen kann. Wenn jeder halt eben Gold kauft von irgendwelchen Firmen, ja, die das verkaufen und nicht selber farmen geht, dann habe ich eine Open World, die leer ist und dann kann ich kein World PvP machen. Das ist halt so. Ja, das dann juckt viele vielleicht nicht, mich juckt es und deswegen bin ich aber dadurch beeinträchtigt, wie andere das Spiel spielen. Ja, und ist ja nicht mehr das. Die Leute, die selber farmen, früher sind die Leute in die Welt geflogen, haben sich überlegt, ey Mensch, ich habe irgendwie so einen chilligen Spot, keine Ahnung, hier, ja, hier finde ich irgendwie so eine schöne Ecke, hier ist so ein Wasserfall irgendwie, ich glaube, hier farme ich mal eine Runde. So, haben die hier einfach gefarmt, haben geguckt, was droppt denn hier so irgendwie, ja, man hat ausprobiert, man hat gelebt einfach und in WoW, man hat einfach in WoW gelebt, perfekt. Und heute guckt man dann erst auf YouTube 3 Stunden Guides und dann sieht man, okay, hier verdiene ich jetzt 126,3 Gold die Stunde, okay, dann muss ich halt den Farmspot nehmen und sind alle auf einem Farmspot. Und das heißt auch wieder weniger los in der Open World von dem MMO, was ja quasi der Sinn ist, dass man eine Open World hat, wo die Leute rumrennen, was aber keiner macht, weil jeder nur auf einem Spot rumhängt. Oder noch schlimmer, eben weil leider in vielen Fällen Dungeon Farming noch effizienter ist, wird quasi in der Open World gar nicht mehr gefarmt, sondern es wird nur Dungeon gefarmt. Ich glaube, jetzt in Burning Crusade aktuell ist die Meta, einen Paladin in Stressholm solo durchzuballern und dann irgendwie 2000 Gold an einem Abend oder 2 Abenden zu machen. Ja, das heißt dann wieder, ich gehe in die Open World und treffe keine Sau. Man trifft schon Leute, verstehe mich nicht falsch, ne? Gerade wenn man jetzt einen Hype-Server spielt, auf Firemore oder so, da trifft man Leute. Aber das ist natürlich deutlich weniger, als man eigentlich treffen würde, wenn die Leute das Spiel so spielen würden, wie es mir und vielen anderen gefallen würde. Aber da, das habe ich jetzt auch schon erkannt, da ich das eben nicht vorschreiben kann, muss man einfach damit leben. Ja, die Erde dreht sich weiter, die Leute entwickeln sich weiter und auch das Gaming-Business entwickelt sich weiter. Man muss nur einmal auf die Gamescom gehen, die zum Glück dieses Jahr wieder stattfinden wird. Was es mittlerweile für eine gigantische Industrie wurde, ist halt eben nicht mehr so ein Nerd- Nischensektor irgendwie, wo so ein paar Leute entspannt irgendeinen Scheiß machen, sondern es ist eine Milliardenindustrie und da muss man sich einfach mit den Entwicklungen zurechtfinden. Sonst hat man einfach irgendwann keine Freude mehr. Ja, das war so mein Rant, mein WoTK-Rant. Deswegen abschließend mein Fazit an der Stelle. Ich werde mich nicht dazu hinreißen lassen, wie gesagt, Twitch wieder live zu gehen oder ein Video zu machen. WoTK kommt, Leute, geil, der DK, geil. Ich werde das sehr nüchtern betrachten. Ich gehe davon aus, dass das Gameplay der Spieler gleich bleiben wird. Dass es trotzdem für viele interessant sein wird. Klar, wenn man einfach Kindheitserinnerungen damit verbindet. Und für die Leute freue ich mich extrem, die sich einfach darauf freuen, auf WoTK dieses Feeling einmal zu erleben. Aber ob es mich persönlich nochmal fesseln wird, dass ich wirklich sage, okay, ich werde aktiv das Game spielen und farmen und raiden gehen und PvP machen und irgendwie auch jede Woche oder so mal wieder live gehen, wenn ich dann vielleicht auch jetzt, wir machen jetzt über den Sommer, machen wir jetzt eine Van-Tour in England, am Monat unterwegs und wenn ich dann im Winter wieder da bin, hätte ich auch wieder einen Gaming-Room und so weiter. Mal gucken, theoretisch könnte ich dann auch wieder live gehen regelmäßig, aber ich weiß es nicht, ja. Ich werde mich da nicht festlegen. Ich werde weder jetzt in dem Video quasi hier Fazit an euch dagegen gerantet haben, noch werde ich sagen, es wird mega der Oberburner WoTK. Von daher, das ist so mein Fazit. Generell bin ich auch, jetzt mal unabhängig davon, wie man das Spiel so betrachtet, gespannt, wie überhaupt sich
die Server von WoW Classic entwickeln werden. Wir hatten ja jetzt vor einigen Tagen die News, dass die Server schon zusammengelegt werden. Also einige kleinere Server, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wurden zusammengelegt, beziehungsweise werden sogar gelöscht, weil einfach keine Sau mehr drauf spielt. Grüße geht raus an Lucifron. Lucifron hat es tatsächlich bis zum heutigen Tag geschafft zu überleben. Grüße geht raus an die Lucifron-Hordler. Auch Lucifron wird dem Erdboden gleichgemacht, sofern ich es richtig mitbekommen habe. Und jeder, der quasi auf diesen Servern, auch einige andere, da gibt es so eine Liste, müsst ihr mal gucken, werden quasi platt gemacht. Und die Leute, die da noch drauf sind momentan, die, auch perfekt, die Aura der Hingabe gar nicht an, perfekt, die werden zwangsverlegt auf andere Server, glaube ich. Irgendwie so war das, ne? Man kann quasi dann auch for free wegtransferieren und sich den Server aussuchen, aber dann wird man dann irgendwann quasi wirklich runtergekickt. Finde ich auch eine richtige Entwicklung, ganz ehrlich. Also es bringt ja nichts, wenn da noch irgendwelche Server, wo 300 Leute drauf sind, irgendwie dann eine Gaudi draus machen, so, wir bleiben standhaft, ja, irgendwie nach 5 Jahren. Macht keinen Sinn mehr, so wirklich, finde ich. Und ist dann auch gut für die anderen Spieler, die dann eben vielleicht auf anderen Servern, wo einfach nur so ein paar Leute fehlen, dass da wieder gut was abgeht. Finde ich gute Entwicklung und ich denke, hier wird dann auch so ein bisschen die Serverstruktur ready gemacht für WoTLK Classic, was ja dann quasi jetzt im Herbst kommen wird. Ich habe noch nicht mal recherchiert, ob es überhaupt ein Release-Datum gibt, bin ich auch ehrlich, keine Ahnung, ich denke, es wird irgendwann, ich habe jetzt bei anderen so gesehen, dass die Beta bald starten wird, es wird irgendwann im Herbst kommen wahrscheinlich, vermute ich. Von daher mal gucken, ich könnte mir gut vorstellen, dass so Ende August oder so nach der Gamescom, das wäre dann ungefähr so wie beim Classic Release auch. Da waren wir auch bei der Gamescom und eine Woche später war es Classic Release. Die könnte man tatsächlich genau den gleichen Ablauf wieder vorstellen mit WoTLK. Der Sieg ist nahe. Perfekt. So, Quest haben wir beendet. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Und ich würde sagen, damit haben wir auch, ja, wir müssen ein Stückchen weiter hier fort. Ah, wir haben, ja komm, nee, die Luxe machen wir noch. Ein Pets brauchen wir noch, das machen wir noch. Und dann wird es dann im nächsten Let's Play weitergehen, wir hier uns in den versenkten Haien wagen. Genau, da ist dann hier, ich meine, hier läuft auch so ein Patchwork-Vieh irgendwie rum, ne? Ich glaube, das wird dann auch noch klatschen. Müssen wir mal gucken. Ja, so ein Pelz machen wir noch, dann geben wir ab und dann sind wir auch durch mit dem heutigen Let's Play. Ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Einschätzung, Einordnung von WoTLK gefallen. Arclight, Rumble und Diablo Immortal machen wir nicht. Ich würde sagen, machen wir einfach im nächsten Video. Das ist gar kein Problem. Ich hätte den Rahmen hier gesprengt an der Stelle. So viel sei schon nur mal gesagt. Ich finde die Entwicklung mit den beiden Spielen gar nicht so schlecht. Ich weiß, viele haben den Mobile-Markt geflamed. Mobile-Gaming-Markt. Oder finden es ein bisschen sinnlos, warum Blizzard jetzt irgendwie einen Diablo auf dem Handy bringt und wie dieses Warcraft Arclight Rumble, warum man da irgendwie nicht ein weiteres AAA-Game bringt. Aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass auch solche Spiele kommen. Warum, würde ich euch dann quasi im nächsten Let's Play sagen. Und daher schaut da auch gerne vorbei. Das wird dann quasi nächsten Sonntag kommen. Ja, also auch nochmal als Info, meine Videos kommen immer Sonntagvormittag um 10 Uhr. Das nächste Let's Play kommt dann nächsten Sonntag um 10 Uhr. Daher gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt. Und genau, ja, würde mich dann interessieren. So, wir gehen mal abgeben. Was ist denn eure Meinung, ja? Was ist eure Meinung zu WoTLK Classic? Gerne in die Kommentare rein. Wie gesagt, ich freue mich wirklich für jeden, der sich darauf freut. Ich werde es auch auf Twitch verfolgen. Ich werde wahrscheinlich mal gucken. Entweder ich bin noch unterwegs während des Launches oder ich bin dann genau schon wieder hier. Jetzt auf jeden Fall verfolgen, ob ich selber spielen werde. Ob es da so ein bisschen so ein Comeback im WoW-Bereich geben wird, will ich mich noch nicht festlegen, ehrlich gesagt, weil ich immer wieder auch merke, dass ich WoW schon gerne für mich selber auch spiele, um mich zu entspannen einfach, um so, ja, ein Stück weit in der Welt zu versinken auch. Aber ob es dann irgendwie auch auf Twitch nochmal stattfinden wird, machen wir mal. So, jetzt gehen wir noch abgeben hier. Perfekt, so, genau, deswegen schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare rein. Bin extrem gespannt, wie gesagt, wie sich auch die Serverstruktur aufbauen wird, ob es quasi mehr Server geben wird, als wir die in Burning Crusade Classic gesehen haben,
oder auch in WoW Classic generell, wie das so sein wird, das kann ich ehrlich gesagt gerade gar nicht einschätzen, was uns da auf uns zukommt, so ob die Community eher weiter schrumpft oder ob die jetzt auf einmal komplett gigantisch aufblüht, weil man darf nicht vergessen, WoTK war meiner Meinung nach sogar mit beliebteste WoW-Addon im Private-Server-Bereich. Es gab jahrelang gigantische WoTK-Private-Server. Warmain ist ja immer so ein sehr bekannter Name, der mir da einfällt. Von daher, vielleicht erwartet uns auch eine unglaubliche Ansturm von WoW, WoTK-Veteranen, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Keine Ahnung. Ja, muss man mal abwarten. Da bin ich sehr gespannt, wie da so das Feeling sein wird, die Serverstruktur sein wird und auch die Entwicklung der Community. So, jetzt gehen wir wirklich hier nur noch abgeben und dann haben wir es auch geschafft für heute. So, hier. Bam. Zuflucht der Weltenwanderer nehmen wir auch noch an. Und hier hinten gehen wir auch noch. So. Ja, nehmen wir hier. Und die Rüstung nehmen wir mit hier. Wunderbar. So, in dem Sinne, Leute, jetzt haben wir es geschafft. Ich freue mich wirklich auf eure Kommentare. Nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare unter dem letzten Video. Ja, wenn ihr bei der Gamescom vorbeischaut dieses Jahr, könnt ihr uns auch sehen. Ja, schreibt mal rein in die Kommentare, ob ihr zu Gamescom kommt, wenn ihr so lange geschaut habt. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Let's Play. Wieder schauen und reingehauen.